mit der frühzeitigen Entscheidung für eine Partnerschaft mit der T-Systems haben wir auf jeden Fall den Weg geebnet, auch zum 1. Januar 2024 eine digitale Identität auf den Markt zu bringen, die die Kundenwünsche, aber auch die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Wir freuen uns super als Deutsche Telekom, dass wir als Erste die Zulassung für die digitale Identität bekommen haben im Gesundheitswesen. Und was bedeutet das konkret? Wir kennen das heute, Postident-Verfahren. Ich stelle mich in eine Schlange, damit meine Identität nachher am Schalter nachgewiesen wird. Kostet mich Zeit, kostet mich Mühe. Und in Zukunft habe ich es sicher in meinem Smartphone dabei, kann alle Prozesse, die ich in meiner Krankenkasse oder die ich im Gesundheitswesen mache, sicher nachweisen und nachweisen, dass diese Identität eben mich repräsentiert. Ein Riesenschritt. Und wir freuen uns sehr und sind sehr dankbar, dass wir das für die Barmer umsetzen durften und als Erste durchs Ziel gegangen sind und damit einen großen Schritt für den Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Wir sind in dieses Projekt als Partner reingegangen und wir werden dann auch davon direkt profitieren, indem wir unseren Versicherten zum 1. Januar eine gute Lösung anbieten können. Das Innovative an der Lösung, die wir gemeinsam mit der Barmer entwickelt haben, ist ein ID-Container, ein Hochsicherheits-ID-Container, den wir quasi in die Barmer-App hineinschieben. Das heißt, der Versicherte muss keine weitere Applikation installieren und kann dann in diesen Sicherheits-ID-Container seinen elektronischen Personalausweis oder seine elektronische Gesundheitskarte hineinladen und erzeugt damit seine Gesundheits-ID.